Die Freude am Herrn ist meine Stärke. Das ist für Juden das Zentrum, dargestellt in der Tora. Für Christen vielleicht noch ein Stück weiter, dargestellt in der Menschwerdung Gottes, in Jesus Christus. Er ist sozusagen unsere Freude, das Frohmachende, die frohe Botschaft, und sie begegnet uns damit in den Menschen. Das ist das, was ich auch erlebe, und ich möchte drei Dinge dazu aus meiner Erfahrung kurz sagen. Das eine, ich beginne die Stunde zumeist mit einem Stück Musik, gespielt vom iPod, und oder ich lese einen Satz. Nicht nur aus der Heiligen Schrift, es kann ein Satz sein von der Ilse Eichinger oder von jemand anderem. Und manchmal sagt dann jemand, wo ist der Satz? Und das ist schön, dass jemand solche Kleinigkeiten wahrnimmt. Warum hören wir heute keine Musik? Auch wenn das, was da gesagt wird, vielleicht manchmal gar nicht so leicht verstehbar ist. Das Zweite, Jugendliche gelten heute als besonders frech und aufmüpfig, gauschig. Sie reden dann, wenn sie nicht gefragt sind. Ich denke mir das so, Jesus hat in der Synagoge damals geredet, obwohl er vielleicht nicht wirklich gefragt war. Auch wenn er gefragt war, dann hat er eine Stelle vorgelesen, die nicht vorgesehen war. Denn die Stelle, die er gelesen hat, ist aus Jesaja. Und die ist nicht im Torah, in der Torah, die ist nicht im Sabbatgottesdienst vorgesehen. Er hat sich etwas herausgenommen, was ich heute Jugendliche so oft herausnehme. Sie sagen etwas, was du nicht hören willst. Sie können sich vorstellen, dass ich das oft erlebe. Zu mir hat er mein Schüler gesagt, sie haben leicht reden, sie haben nicht was Gescheites gehört. Das ist mir passiert in der Abendschule. Klar, es sind Leute, die um ihren Job bangen, die nicht wissen, ob sie mal einen Job noch haben. Ich bin bankrotisiert. Ich habe es leicht. Er hat vollkommen recht. Ich habe ihm auch gesagt, sie haben recht. Wenn jemand sich sozusagen ansprechen lässt von etwas und auch sich hinstellt und sagt, das passt mir aber nicht, das muss man anders sehen. Da kriege ich genug Beispiele in der Schule und ich finde das schön. Das ist das, was mich auch wach hält. Und ein drittes darf ich sagen, für Jesus war alles klar, als er sich hingestellt hat dort und diese Jesaja-Stelle auf sich bezogen hat. Für ihn war es klar, das erfüllt sich jetzt. Wo das geendet hat, wissen wir, am Kreuz, diese Klarheit, seine Klarheit. Denn für alle anderen war es nicht so klar. Und für meine Schüler ist es auch nicht klar. Da ist gar nichts klar. Sehr vieles zumindest ist nicht klar im Leben. Und ich bin dankbar, dass meine Schülerinnen und Schüler mich zwischendurch berechtigterweise darauf hinweisen, dass man das durchaus in Frage stellen kann. Das ist meine Frage. Ich danke, es wäre jetzt etwas lang, wenn alle Religionslehrer und Religionslehrer etwas sagen würden. Das wäre aber sicher für uns sehr, sehr wichtig. Eines bitte, liebe Eltern, liebe Religionslehrerinnen und Religionslehrer, vergessen Sie nie den Kindern zu sagen, Gott hat eine große Freude mit euch. Gott ist mit euch immer zufrieden.